Kultursender. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der Tageszeitung Die Presse. Heimspiel. Demnächst im Radio Kulturhaus. Einen schönen guten Morgen. Vier Musiker, eine Mission. Das Paja Valčić Quartett präsentiert übermorgen sein Album Cinema Scenes. Das Paja Valčić Quartett, das sind Klaus Paja, Asja Valčić, Stefan Kfrerer und Roman Verni. Cinema Scenes heißt das Album des Paja Valčić Quartett. Sowohl Klaus Paja als auch Asja Valčić sind bekennende Filmfans und mit der Musik von Nino Rota, Ennio Morricone und all den wunderbaren Filmkomponisten des 20. und 21. Jahrhunderts aufgewachsen. Der Wunsch, dieser Musik eine eigene Interpretation zu geben, lag also nahe. Und das Spannende an der CD, die jetzt im Radio Kulturhaus präsentiert wird, ist allerdings der Zugang und natürlich die Umsetzung. Denn neue Interpretationen waren den beiden einfach nicht genug. Klaus Paja und Asja Valčić haben neue Stücke komponiert, die von den Emotionen und Stimmungen der Streifen ausgehen. Original blieben nur The Bridges of Madison County von Clint Eastwood und Girl with the Pearl Earring von Peter Weber, mit Musik von Lenny Niehaus bzw. Alexandre Desplat. Sowohl Pajas Bandoneon wie auch das Cello von Asja Valčić loten da die diesen Instrumenten traditionellerweise zugeordneten Welten in der Spieltechnik, der Dynamik und im Mut zum stilistischen Ausbrechen neu aus. Man findet Klassik und Jazz, Blues und Tango, Musette, moderne Musik und ganz eigene Klangbilder von minimalistischem bis zu symphonischem Ausmaß. Um die Palette der Ausdrucksmöglichkeiten noch zu erweitern, haben die beiden Musiker sich den Kontrabassisten Stefan Kfrerer und Schlagzeuger Roman Verni ins Boot geholt. Griot's Theme von Alexandre Desplat, dieser zum Jazz-Besentanz mutierte Titel, begleitet sie durchs Heimspiel. Was ein Mann schöner ist wie ein Aff, ist ein Luxus. Diese und andere Weisheiten verdanken wir der Tante Jolesch, von der wir zwar nicht wissen, ob sie wirklich gelebt hat, die aber als beste Krautfleckerlköchin ihrer Zeit in jene Geschichte eingegangen ist, die Friedrich Thorberg 1975 veröffentlicht hat. Während das Paja Valčić Quartett übermorgen am Montag in den Künstlerzimmern des großen Sendesaals schon seine Instrumente stimmt, begibt sich Martin Heidinger in die Welt des jüdischen Bürgertums von vor 1938. In Heidingers Literaturen Folge 2 lässt der Historiker, Buchautor, Journalist und Wissenschaftsredakteur in Ö1 Friedrich Thorberg noch einmal zum Nachrufer auf eine Kultur werden, die vom Dritten Reich zunichte gemacht worden war. Das Radiocafé wird zum weiten Land einer Nostalgie, in der die Bitterkeit über das Verlorene nur vom Lachen über die luzide Komik gemildert wird. Martin Heidinger zu Gast bei Tante Jolesch am Montag, dem 28. Mai um 19 Uhr. Und wenn Sie sich von filminspirierter Musik inspirieren lassen möchten, kommen Sie am Montagabend um 19.30 Uhr in den großen Sendesaal. Da entführen Sie Klaus Paja, Bandoneon, Asja Valčić, Cello, Stefan Kfrerer, Kontrabass und Roman Verni, Schlagzeug, in die große Welt des Kinos mit ihren Eigenkompositionen und Assoziationen zu diversen Cinema Scenes. Großes Ohrenkino also im großen Sendesaal am Montag. Für Ihre Aufmerksamkeit heute dankt Jörg Duit. Neun Uhr. Ö1.